Hallo liebe Leute, Grüße zum Witz des Tages von Ludger Winter. Heute der 10-Euro-Scheinwitz. Moment, ich suche mal weit. Da hier vorne mache ich Werbung für 1-Euro-Brille. Da kann man Brillen für 1 € bekommen in Entwicklungsland, die können sie selber basteln. Also heute der 10-Euro-Scheinwitz. Und zwar ist der von Luca Wu. Und ich soll grüßen. Arne Schiller soll ich grüßen von ihm. Und der 10-Euro-Scheinwitz. Dann geht so: Geht eine Frau zum Frauenarzt, zum Arzt und sagt, ich habe einen 10-Euro-Schein verschluckt und vor ein paar Tagen und jetzt kommt da nur Kleingeld raus. Und sagt der Arzt, Sie brauchen sich keine Sorgen machen, das ist normal. Sie sind nun mal mittlerweile in den Wechseljahren. Geht eine Frau zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe vor ein paar Tagen einen 10-Euro-Schein verschluckt und mittlerweile kommt da nur Kleingeld raus, hinten raus. Und sagt der Arzt, Sie brauchen sich keine Sorgen machen, Sie sind mittlerweile in Wechseljahren. Mit Erklärung, die Frau hat einen 10-Euro-Schein verschluckt und dann, wenn sie auf die Toilette geht, kommt da nach ein paar Tagen nur Kleingeld raus. Und sagt der Arzt, ja, Sie brauchen keine Sorgen machen, Sie sind in Wechseljahren. Das heißt, die Frau ist in Wechseljahren, die wechselt das Geld automatisch wie ein Automat in Kleingeld. Aber Wechseljahren ist eigentlich bei einer Frau ab so 50, 45, 50, 60, 55 kommt die in Wechseljahre, dann nehmen ihre Tage auf und hat weniger Hormone und so und Schlafstörungen und alles mögliche und Hitzeerwärmung. Das sind Wechseljahre. Und das sind die Wechseljahre. Geht eine Frau zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich habe 10 Euro verschluckt und jetzt kommt da nur Kleingeld raus. Sagt der Arzt, warum keine Sorgen machen, sind mittlerweile in den Wechseljahren. Okay, ciao, ciao, mit abonnieren.